Hallo und herzlich willkommen zur 327. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6. Und der Delfino ist immer noch da und wir haben letzte Folge das Treppendesign etwas angepasst. Delfino hat die Stützbalken gebalgt. Richtig. Und Fenster eingesetzt hinten. Das stimmt. Und die Fenster sind jetzt drin. Jetzt ist auch mal ein bisschen wärmer hier, weil nicht so ein Durchzug ist. Richtig, genau. Es wirkt schon mehr, Es der wirkt schon untere mehr, genau. Bereich. Man musste ja vorstellen, wenn hinten keine Fenster drin sind, da kommt ja der Meereswind an, drückt in das Haus rein, ne, und fleddert alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Nee, das geht so nicht. Genau, wir wollten Lehm noch holen. Die. Stimmt. Zum Einfärben, damit wir oben auch die Wände hochziehen können. Das stimmt. Ich habe erstmal eine Redstone Chest. Die kommt dahin. Ja, Und hier ja. unten kommt dann eine Endertruhe, aber die habe ich zurzeit nicht auf Tasche. Das ist schlecht. Gab es Probleme mit der Lieferung? So, hier setze ich auch mal so ein Dingen. Das ist jetzt mal die Truhe, wo ich das ganze Zeug erstmal einpacke. Die Großtruhe, bevor es dann sortiert wird. Genau. So. Und wir können ja derweil schon mal. Ich falle immer wieder rein. Das Problem, wenn ich das Loch zumache, ne, da falle ich irgendwo runter und muss genau an dieser Stelle wieder raus, aber da habe ich dann den Moment zugebaut. Verstehe. Verstehe. Ja, du könntest auch einen Keller einbauen ins Lager. Theoretisch. Theoretisch und praktisch. Ich stelle dich mal hier hin. So, in die Richtung. Genau. Österreichischer Schafskäse. Zack. Ja, Schafskäse ist gut. Ja, Schmeckt. schmeckt, ne? Mir schmeckt er auch sehr. Ja, weil es nicht so aggressiv wie der Ziegenkäse. Das stimmt. Der ist ein bisschen leichter im Geschmack. Richtig. Ich mein, Ziegenkäse ist auch nicht schlecht, aber ist so. Ziegenmilch hast du sicher auch schon getrunken. Ja. Der hat ja doch so einen etwas intensiven Geschmack, Genau. den nicht jeder gewohnt ist. Ah, guck mal, hier ist ein Dorfwohner-Spawner drunter. Oh, ne, das ist Gras. Das ist Und Gras. da stehen es wieder alle. Ja, die wollen ja irgendwie alle durch, das werden immer mehr, ne? Nur, das ist wahrscheinlich ein Problem, warum die Dorfbewohner, die ja drüben, das muss ich mal kurz zeigen, weil ja drüben sind sehr wenig Dorfbewohner. Wo sind die da? Ganz Dorfbewohner, das werden ja immer weniger. Sind schon wieder welche weg. Oder sind die Im umgezogen? Armhaus ist auch nur noch einer drin. Die waren gestern noch 20 drin. Okay. Wo sind die alle hin? Diese stehen ja alle auf dem Feld. Ach hier, ja, hier ist voll, da ist massig. Da Aber sind die ganzen Leute. die Altstadt war aber schon immer so voll. Das wundert mich nämlich gerade. Bibliothek ist auch niemand mehr. Okay. Verdächtig. Die Altstadt war schon immer so voll. Weil ich habe die ganzen Dorfbewohner-Spawner in der Marktregion und hier hinten auch. Müssen wir uns mal ja durchkämpfen. Hier durch. Genau. Ist gar nicht so leicht. Ja, Ja, wenn man mittig durch will, das geht gar nicht. Das hier habe ich eine Gasse gebaut. Weiß nicht, ob die schon kennst. die. Ich glaube noch nicht, ne? Da fehlt nur noch der Typ, der da hinten irgendwo in der Gasse steht. Genau, und dein Portemonnaie abknöpft. Ja, Genau. hier sind jetzt auch wieder ein paar. Stimmt, hier rennen ein paar rum. Und Da sind auch andere Bewohner. der Bau hier drinnen, der ist ja da schon Ewigkeiten. Und hier drinnen sind jetzt mehrere, viele. So Okay, das heißt, es sind da Truhe. alle Guck mal, die reingeklettert. Truhe ist mal wieder voll. Die muss ich dann ins Lager bringen. Die wahrscheinlich hinten auch. Ja, die ist voll mit Broten. Guck mal, darum ist Nordwien der Brotproduzent im Wendland Nummer 1. Guck mal die Truhe.
Naja, eine Menge Brot und Und Kartoffeln. wenn ich jetzt 2 Tage später wieder hinkomme, da ist sie wieder voll. Und die Bewohner stecken alle im Boden fest. Ja, das passiert immer mal. Wenn wir die anschieben und dann geht's wieder. Aber anscheinend ja nicht. Die lassen sich nicht mehr schieben, oder? Ja, ich glaube schon. Die hängen irgendwie fest. Ja, ich schiebe jetzt mal außenrum. Ich habe das so Na? zwanghaft. Müssen wir jetzt außenrum Nix. laufen. Wollt ihr nicht raus? Nö. Sind wahrscheinlich schon zu viele geworden. Ich bin ja auf dem Weg hier. Genau. Ich komme. Tore wieder schließen, bitte. Jep. Ist das die Bahngleise hier? Dann irgendwer draufsteht und demonstriert gegen die Genau, jetzt kommen wir in Eisenbahn. einen Bereich, den die Zuschauer auch noch nicht gesehen haben. Ich habe hier nämlich ein bisschen was verändert. Das heißt verändert, ein bisschen was hinzugefügt. Hinten habe ich ja mal gesagt, ich drehe mich jetzt mal extra mal um, so zack, zack, zack. Hinten habe ich ja mal gesagt, dass ich, Delfinus sieht es jetzt natürlich schon, dass die, übrigens da hinten, hier, da sind Essen entstanden. Da qualmt es ordentlich. Ja, ich sehe es, da raucht es Und ordentlich raus. hinter mir sind auf der Lünenlebener Straße die ganzen Botschaften, die irgendwann mal kommen, jetzt kann ich mich auch umdrehen. Häuser sind ja noch nicht entstanden. Ich habe jetzt auch nur die Zäune. Ich kann nochmal M. Nee, ich drücke nicht M. X ist wahrscheinlich eher der Fall. Nee, das sieht man auch nicht auf X. Okay. Das ist zum Beispiel hier ein Grundstück. Ne? Und das hier ist ein Grundstück. Das kann man sich alles raussuchen. Das ist ein Grundstück, je nachdem hier welches Grundstück man hat. Hier drin sind noch 3 Grundstücke, habe ich hier noch gekennzeichnet. Ah ja. Dann hier ist noch ein Grundstück. Und hier hinten ist dann das letzte Grundstück. Muss man dann hier hoch. Genau. Die Nummer 17. Und das sind, glaube ich, 7 oder 8 Grundstücke insgesamt. Warte mal. Warte mal, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17. Es sind 7. 7. 7 Grundstücke. Oh. 17 habe ich nicht mitgezählt, ne? Warte mal. 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17. Ne? Es 17, ja. sind 7 Grundstücke, die hier sind. Und die 7 Grundstücke können sich die Wendsländer hier mal raussuchen. Wenn die Wenzländer das gemacht haben, dann kann der Delfin auch mal sagen, hier, zack. Zack, zack. Genau. Also zackig bauen. Wer das sieht, sofort jetzt. Genau. Nicht Zuschlagen, morgen, bevor es es weg hätte ist. gestern schon fertig sein sollen. Ja, Das genau. wusste zwar niemand, aber egal. Weil die andere Seite hier des 300, 300 das auch mal bebaut. Jetzt sieht man das Ganze auch mal von der anderen Seite hier. So ein provisorisches Weizenfeld. Ach ja, da kommen wir wieder zu den schönen Turm. Hier ist Also. da die Kürbis, das Kürbisfeld. Der Turm, wo meine Wohnung ist, quasi. Hier sollte man das Advent-Spezial hin, das habe ich aber dann doch auf eine Singleplayer-Map umgestuft, weil mir hier Okay. zu wenig Schnee liegt. Oh. Hier sind noch ganz viele Bauprojekte. Das sollte ich bei mir auch mal wieder aufbauen, so eine Bauwand, Planungswand. Die hatte ich mal, ist aber dann weggerissen worden. Da steht die Verwaltung jetzt. Das muss auch mal weg hier. Was ist das Schönes? Der ist ja schon fertig, der Bauabschnitt 2. Tafel, Großbaustelle. Ja, bis Ende 2016. Bis Ende November 2016, schätze ich sogar. Wirklich November? Ah, okay, das ist auch wieder Ja, das ist kein Optifine. Opti. Genau, ich habe die normale Schriftgröße. Opti. Ich habe das so ein bisschen zusammengeschrieben. Das kennt der Delfin ja auch noch nicht so wirklich jetzt, ne? Ich habe das ja noch ein bisschen optimiert. Nö, ich kenn's nur genau. Das habe ich mir extra hingestellt, ja. Ich muss das unbedingt muss ich das noch eichen. Wobei, da war ich aber dabei, wo du das Schild aufgestellt hast. Ach so? Wo du gemeint hast, du schreibst eine Notiz, um dich zu erinnern. Ach so? War das nicht im Let's Play? Ich glaube nicht. Das ist die Überlegung. Hier in den Truhen Ich hier irgendwo weiß muss natürlich sowas nicht, sein, ja. wie viele Erinnerungsschilder du hast.
Hier Ich weiß. sind zwei Stacks, hier hellgrauer Ton sind hier drinnen. So, jetzt nicht mehr. Aber stimmt, das war im Let's Play, weil ich habe die Folge gesehen, nämlich die Einricht oder Genau. eine Einrichtung vorgestellt hast. Es wird Aber ich habe jetzt. Achso, das sind ja Betten. Es ging ja schnell. Ja, die Glocke klingt erst, wenn schon 3 Sekunden Nacht ist. Müsste eigentlich andersrum sein, aber ich habe es noch nicht optimiert. So, und hier unten irgendeine Grußkiste müssten noch hier leben sein. Ich glaube, das war die vom Tomcat, oder? Nein, das war Stein. Ja, da habe ich auch ein Also bisschen hier ist was auch nichts mehr. reingelegt. Weil die anderen sind alle schon aussortiert. Ja, die habe ich schon teilweise aussortiert, stimmt. Dann gibt es hier noch was? Ja, hier ist Holz, ganz viel Holz, Kies, Brot. Sand. Ach, hier sind wir. Ah, da ist das Futter. Stein, Stein, Stein. Brauner, blauer, roter, orangener und gelber. Aber nicht das, was wir brauchen. Holz, hier ist ganz viel Holz. Das sind 37 Diamanten. Ja, das ist nicht die Welt. Nö. Ach, hier ist das ganze Holz. Ich habe das gesucht. Sehr gut. Holz Ah. allerlei. Das Holz? Ja, da ist eine Menge Holz. Ich habe das nämlich gesucht. Das nehmen wir gleich mal mit. Können wir wahrscheinlich irgendwo können wir das noch verbraten. Zack, alles wird mitgenommen hier. Den Rest bringen wir ins Lager. Guck mal hier, das gute Holz hier, was hier liegt. Ja, wirklich. Und da liegen ja noch 5 Millionen Öfen rum. Müsste eigentlich auch irgendwo müsste noch was drin sein. Hier sind 6 Kohle drin. Da sind Steine. Ah ja, da. Da sind wohl noch Steine, die wir brannt haben. Klingeling. Aber ich bekomme zwar XP, nur der Balken bewegt sich eben nicht mehr. Ist mir Ja, auch weil du mal schon so hoch aufgefallen. bist. Ja. Ich hatte mein größtes Level war 52. Ja, das geht. Was ich hier hatte. Und wo ich auf 50 gesprungen bin, habe ich irgendwie, war ich 8 Stunden dort, natürlich nicht hintereinander weg, aber ich war eben so knappe 8 Stunden Echtzeit in der Mine drin und habe sämtliches Erz abgebaut, sogar Kohle. Mein Inventar ist sogar so überfüllt, dass ich hier schon etliche Truhen an bestimmten Punkten gesetzt habe. Die Wegpunkte habe ich aber im Endeffekt alle wieder gelöscht, weil die alles nur zuspammen. Ja. Ja, so ist das. Genau. Muss ich dann nochmal Bauabschnitt 3, Fertigstellung der Kuppel und der letzten 2, 3 Etagen, bevor die Kuppel anfängt. Achso, Delfino, ich weiß nicht, ob ich glaube, das hast du schon gesehen. Die Wand, die alle mitgeholfen haben. Da bist du nämlich auch mit dabei. Da stehst du, rechts oben. Ah ja, Tomcat, Fastgard, Delfino, Cedric, Philipp, Annie, Enrico, Sonnenschein. Alle dabei. Alle da. Ja. Ja, waren wir fleißig. Ja, drüben Der habe ich dann. Nee, habe ich ganze nicht. Bautrupp. Genau, es sollte ja eigentlich ein Fahrstuhl rein. Jetzt ist noch eine Leiter, aber im späteren Spielverlauf wird hier über einen gewissen Fahrstuhl, man sagt, darf ja gar nicht Fahrstuhl sagen, das heißt der Aufzug. Ist ja ganz falsch. Alle, die jetzt irgendeinen Beruf haben damit, die werden mich auch schimpfen. Das heißt, da kommt jetzt noch ein richtiger Aufzug rein. Genau, da kommt noch ein richtiger Aufzug rein. Ich habe mich da zumindest technisch gesehen, wäre das ein Problem mit den Etagen von Delfino, Anni und Ja, Enrico. richtig, weil wir hinten quasi das als Genau. Schränke verwendet haben. Die Schränke, die gefallen mir sehr. Deswegen wird es wahrscheinlich nur eine teilweise eine Einschränkung geben. Denn ich werde hier hinten, ne? So. Guck mal, ist auch noch ein Raum. Yep. Surprise. Und da wird der Raum nur so 3 breit sein.
Oder gar nicht mal drei breit sein, weil der Command-Block muss ja auch noch irgendwo hin. Das ist richtig. Sozusagen hat man hier ein Feld, ne? Und mit dem einen Feld geht man dann bis ganz nach oben und da ist auf der Seite, jeweiligen Seite, die eben da gerade frei ist, kann man da nach oben bzw. nach unten. Dann mache ich nämlich den Command-Block für nach oben in die Seite und in die Seite und da kann man dann hier draufklicken, weil ich mache die so in die Augenhöhe, dort wo die Fackel ist. Wenn man dann mich in die Seite drauf drückt, da wird man pfiup, nach oben. Und wenn man die Seite drauf drückt, da kommt man in den Keller. Ah ja, Den Keller habe ich auch lange nicht mehr angeguckt. Da soll nämlich die hier Promenaden informieren. So Einkaufszentrum. Übrigens, das ist die Redstone-Schaltung. Die ist aber nur einseitig betätigt, weil ich die andere Seite ausgeschalten habe. Den Achttakter, den habe ich ausgeschalten. Den habe ich übrigens noch nicht hier. Ah ja, ist noch ein bisschen was ausgehöhlt. Ich bin ganz unten. Ah So. ja. Irgendwo hier. Ich weiß jetzt nicht auf welcher Höhe. Wenn ich jetzt X drücke. Da sehe ich, dass der Bahnhof ja hier ist. Der Bahnhof ist, wenn er jetzt meinen Pfeil anguckt, in die Richtung. Irgendwann kommt diese Konstruktion vom Bahnhof in diese Richtung. Und es ist sozusagen der Ausgang am 300er, beziehungsweise der Ausgang an den Promenaden unterm Tower. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt genannt habe. Ich glaube irgendwie anders. Turmpromenaden, irgendwie so. Turm, irgendwas mit Turm, auf jeden Fall. Müsste man rüberschauen. Ich möchte mich jetzt hier nicht quer durchbuddeln, oder möchte ich das? Habe ich einen Inventarplatz frei? Man könnte eigentlich mal hier einen kleinen Durchbruch machen. Ja, nehme ich mal hier die Behutsamkeitsspitze. Ist zwar müh langsamer. Aber eigentlich müsste das ja klappen. Ist das jetzt die Richtung? Ja, noch ein bisschen müssen wir. So, setzen wir hier noch ein paar Fackeln hin. Zack, zack. Ah ja, jetzt sieht man was. Oh nee, der lässt sich schwer abbauen. Da sind Silberfische drin. Da möchte ich nicht aufgraben. So, jetzt müsste man eigentlich am Bahnhof rauskommen. Hier ist Eisen, das kann ich auch mit der Spitzhacke abbauen. Und das ist der Delfino. Genau. Del Delfino, sage ich mal. Ich folge dir unauffällig, auffällig. Sehr schön. Laut der Karte müssten wir eigentlich schon drüber drunter sein irgendwo. Oder ne, wir müssen noch ein kleines Stück. Ein kleines Stück müssen wir drüber oder drunter ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir sind drunter. Ja, da ist es. Da ist es. Ah ja. Da ist der Kies. Da ist der Kies. Oder Moment, das schaut nicht nach Bahnhof aus. Wir sind drüber. Definitiv. Ja. Was Ja. ist das denn da? Das ist die Bahnanlage. Oh. Ah ja, hier sind wir. Ah ja. Sogar genau mittig. Da muss ich mal schnell Stimmt. noch flicken. Genau berechnet. Zack. Der Kies ist runtergefallen gerade. Schaut aber hübsch aus, oder? Ja. So etwas heller. Alles richtig. Ah ja, genau. Und dann sind wir hier oben nach Tannenstein. Steht hier schönes Inselwartungen. So, und da steht hier, ich glaube, ja, Turmpassage. Ich wusste doch, Turmpassage steht hier. Bei dir steht da wahrscheinlich nur Ausgang. Ausgang zu den Gleisen und oben Ausgang zu den Gleisen. Hier steht nämlich Ausgang Ratsmarkt zu dem Gleis 1. Und hier Ja, steht da. eins, das sehe ich noch, ja, aber Okay, unten sehe steht nur Gleise. und hier unten steht Ausgang Turmpassage zu den Gleisen 4 plus 5. Und zeigt nach links. Genau. Da ist Wand. Genau, noch. Noch.
Noch sieht man grau. Genau, noch sieht man nicht den Zugang. Da merkt man erst dann, wie viel eigentlich bei Optifine, was da alles auf ein Schild drauf passt. Ja, ne? Wenn man es dann plötzlich keines mehr hat, dann siehst du noch die Hälfte. Das muss ich auch noch einräumen. Ja. Oben kommt der hier so eine Rezeption rein. Ja. Kann ich das gleich mal machen hier. Pass auf. Zack. Rezeption fertig. Hui. Stimmt. Kann man sich schon hinstellen. Was brauchen Sie? Was wollen Sie? So, zwei Schalter. So kann man auch nicht rein, muss ich mal ein paar zwei Dorfrunde reinquetschen. Ja? Ja. Zack. Und der Fino, wie kommst du jetzt raus? Ja, jetzt. Oh Oh, nein, das ist es wird Nacht und ich habe kein Bett dabei. der falsche Block. Das ist kein Ding. Hier unten vorm Haus steht nämlich ein Bett. Und zwar hier. Und ich nehme einfach das, was dort oben auf dem Hügel steht. Okay, weil die Anne ist nämlich jetzt auch da. Oh, die Annie ist da. Sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt zu viert. Na, Sonnenschein ist weg. Sonnenschein ist weg. Okay. Na, da Anne ist beende ich auf da. jeden Fall jetzt schon mal hier die Folge, wenn wir im Bett liegen und sage ciao. Tschüss.